Hallo und herzlich willkommen zu Part 16 von Let's Play Mario Kart DS. Wir sind wieder am Stissel und heute geht es weiter mit den Retro Cups der 100 Kubikzentimeter Klasse. Wir nehmen Luigi genau im letzten Part, ja, das habe ich da noch am Ende gezeigt. Wir haben hier immer das dritte Kart bei jedem freigeschalten, habe ich auch alle gezeigt. Aber wir bleiben beim Schreck weg. 0825. Der ist nämlich geil. Panzer Cup. Ist der erste mit Mario's Piste, Kumu Farm Peach's Piste, genau. Luigi's Piste. Los geht's. Ja, interessante Sache, würde ich sagen. Aha, die 2D-Berge da hinten. Und ich weiß auch gar nicht, ob du in letzter Zeit ein bisschen so auf einige News geachtet hast, aber auf jeden Fall könnte es sein, dass du noch nicht weißt, dass eine Neuauflage des NES angekündigt wurde. Echt? Nice. Ja. Nennt sich Nintendo Classic Mini. Das heißt, du hast einen Mini-NES mit Controller und 30 vorinstallierten Spielen für 70 Euro. Das ist eine ziemlich geile Angelegenheit, ehrlich gesagt. Ich überlege, 70 Euro habe ich für Mario Kart 8 bezahlt. Ob ich mir das hole. Das ist 80 Euro. 70 Euro. Ja. Gut. Ich habe, glaube ich, sogar 75 bezahlt. Und zwar, weil ich. Danke, ey, die ist voll nett. Mir nur diesen blauen Panzer gekauft hatte für 35 Euro, glaube ich. Echt? Weil ich gedacht habe, dass da das Spiel dabei ist, ja. Und dann habe ich aber das Spiel für 40 gekriegt. Nur das Spiel. Und da war ich dann halt bei 75 und auch nicht großartig teurer. Aber ja, war halt ein bisschen schade. Hey Leute, schon letzte Runde, hä? Ich kriege hier gar nichts mit. Hä? Wie letzte Runde? Jetzt hast du angefangen zu reden. Ja, und ist jetzt letzte Runde hier. Nice. Ja, die Strecke ist ultra kurz, die kürzeste Strecke. Hä, was wird das denn hier für ein Part, Alter? 8 Minuten hier. Scheiße. Hä? Ja, und Bug. What happened? Hey, easy. Ja, ich habe auf die Map geguckt. Da gucke ich immer auf die Map, wenn ich Tinte vorm Gesicht habe. Ja, das ist praktisch. Das sieht man eh alles. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das mal eine Überlegung wert, ob man sich das kauft. Es wäre auf jeden Fall billiger, als wenn man sich alle im Nintendo eShop kauft. Aber, naja, da ich dann eh wahrscheinlich nur so vielleicht 5 oder 6 von diesen 30 Spielen spielen würde, weil das halt bekannte und ordentliche Spiele sind, wird es sich wahrscheinlich nicht wirklich lohnen. Ich habe dann halt nur ein NES hier rumstehen. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon davon wusstet und ob ihr es euch kaufen möchtet oder nicht. Ja. Weißt du, was auch mal lustig wäre? So ein FAQ. Kann ja sein, dass irgendjemand Fragen an uns hat und die mal fragen möchte. Könnte mal, ja, das müssen wir extra wie machen. Hey, du falscher Lüft. Oder man macht's halt einfach hier im Mario Kart Part. Da haben wir eh nichts zu tun hier. Ja, dass die Leute uns Fragen stellen sollen. Das müssen wir in einem extra Video machen, weil bis hierhin guckt ja schon wieder keiner zu. Stimmt. Das müssen wir in einem extra Video ankündigen. Eigentlich müssen wir alles jedes Wort in einem extra Video, dass doch jeder sich anguckt. Ja, immer gleich am Anfang des Parts immer so eine Versteckung. Für ein Bug hier, da fliegt ja vor allem, fliegt ja noch weg. Naja, was soll's. Und dann gibt es noch eine kleine News. Wer aufpasst von euch, hat es in der Kanalinfo schon gesehen. Und zwar startet das Let's Play zu Mario, ne, Paper Mario Color Splash am 7. Oktober. Das ist auch das Release-Datum von dem Spiel. Hä, hey, was echt? Ja. Erstmal gönnen. Am 7. Ja, Oktober. Natürlich erstmal gönnen, Alter. Also ich Paper mir. Mario for Wii U. Erstmal gönnen. Easy. Vom Geld, was ich da kriege an dem Tag, Alter. Uff, aua. Stimmt. Hallo, A. Ich glaub, gar nicht gedacht. Kannst du von deiner Mutter wünschen oder so, was weiß ich. Ja, mal sehen. Ich sehe nichts. Das ist hier das Gute an dem Game. Man sieht aber wirklich nichts bei der Tinte. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Hä? Ist der Knopf kaputt oder was? Ja klar, mein Game ist am Arsch, Alter. Muss ich mal für 120 ein neues kaufen. Ist das Sinn, dass das 120 Euro kostet? Ja, mehr als die Konsole an sich. Nein, ich habe ja mir tatsächlich mal überlegt, ob ich dann jetzt demnächst mal die ganzen PS4-Spiele, die ich habe, die 5, mal aufnehme. Und dann zum NX-Release, wenn dann ein paar ordentliche Spiele draußen sind, die PS4 verkaufe und mir das NX kaufe. Wäre auf jeden Fall eine Variante, weil, ja, keine PS4, Ahnung. PS4, Staub, das ist der Staubfänger ja, hier. Ja, ist bei mir im Zimmer echt der Staubfänger. Man sieht's auch noch gut. Ey, guck dir mal dieses hochtextierte Castle an, ey. Geil. Das ist schon die letzte Strecke, ja, gell? Mhm. Ne, Luigi's Piste ist das, oder? Jo. Nee, Peach's. Das ist Peach's Piste, glaube ich. Peach's. Ja. Irgendein Spiel kommt noch am 7. Oktober raus, ich weiß ja nicht. Ja, als ob so viele Spiele am Geburtstag rauskommen. Ja, na, ist halt Freitag, da kommen neue Spiele raus. Ja, aber nicht zwei. Nicht zwei. Nein. Ah, oh, Spaß. Sozial. Da wird dann gleich. Hä? Läuft bei dir auf jeden Fall hart.
Ja, läuft. Mit meinem Daisy, Alter. Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch, von uns ein GTA 5 Let's Play haben möchte. Yo, macht das. Ich würde spielen, ich bin voll der Bro drin. Naja. Ja, mittlerweile wahrscheinlich wirklich. Ja, es passt schon. Ich krieg's hin. Aber nicht auf meinem PC. Naja, wenn, dann müssen wir das halt hier machen. Spendet für mich. Spendet für mich neuer PC, bitte. Nee, bitte, Quatsch. Bitte. Machen mal so ein Stream, neuer PC für aus Wien. Genau. Jetzt spenden. Obwohl mittlerweile einen ganzen neuen PC brauche ich mittlerweile gar nicht mehr. Ja, woran liegt das eigentlich bei dir? Weißt du das? Prozessor, würde ich sagen. Ja, da musst du ja nicht so viel Geld ausgeben dafür. Eben. Ich weiß gar nicht, wie viel mein Prozessor gekostet hat. Keine Ahnung, 130, 140. Hm. Naja. Ja, bei AMD ist halt das Problem mit der Kühlung. Wasserkühlung. Jo, Wasserkühlung. Nee, echt, da ist... Hallo? Hackt's oder was? Nee, das ist echt das Problem mit der Kühlung, weil... Aber gleich mal zwei Sachen mit weggefangen. Ich glaube, ich bin am Arsch. Geiler Snipe. Lol, zwischen den beiden durch, als ob. Naja, meine Güte, bist halt mal. Ah, das passt schon. Ja, ne, ich weiß, bei AMD ist halt das Problem mit der Kühlung. Da musst du gleich mal so einen Alpenföhn draufsetzen. Brock, ja, ist wirklich. Okay. Ich sollte mir eigentlich auch schon mal einen neuen Ventilator. Gegen den Auto da reinbauen, Alter. So nee, ich hab da nämlich diesen Flugzeugpropeller. Ich hab da diesen Standardkühler drauf. Und der ist bei mir am Sterben. Ja gut, das hört man ja, wo es mal so heiß war und wir aufgenommen haben, was auch übrigens gehört bei mir. Ja, ja. Mein Netzteil, das spackt auch, das stinkt manchmal ein bisschen. Nein, Leute, ich weiß. Ihr denkt jetzt so, jo, was für ein Noob, ich weiß, mit Netzteil ist überhaupt nicht zu spaßen. Das kann die ganze Hardware mit in den Tod reißen. Und ich glaube, ich gönne mir dann mal ein neues. Nee, echt hart. Aber bei mir ist halt so, ja, Grafikkarte aufgerüstet und dann mit diesem. So, ich hatte halt einen billigen Fertig-PC, das ist das Problem mit so einem 400 Watt Netzteil. Und wenn du dann eine Grafikkarte einbaust und da ist schon mal gleich. Brauchst du schon mal gleich 600 Watt oder so. Also ich würde ja nicht. PC selber zusammengebastelt wurde. Ja, mittlerweile, wenn ich jetzt so alles erneuere, dann ist mein auch selbst zusammengebastelt. Ja, stimmt schon. Ja, los, kommen wir noch vorbei, Bowser. Na komm. Oder auch nicht. Ja, so geht's auch, ne? Ja. Also schon letzte Strecke jetzt. Jo, getroffen. Das war ja 8 Minuten bis jetzt. Nicht mal ganz. Ich am Anfang schon wieder, keine Ahnung, 3 Minuten oder was rumge... Ist auch bei uns immer so, haben es schon so oft erzählt. Und manchmal kommt es ja auch, manchmal schneide ich es vorher rein. Ich hatte mich auch schon mal dran gesetzt und versucht ein Intro zu machen, aber es hat nicht funktioniert. Das konnte ich aus. Ja, Let's Play Kanal. Ja, eigentlich braucht ein Let's Play Kanal keinen. Nur halt bei neuen Projekten, wenn die losgehen. Hallo, hackt's oder was? Eine Endcard vielleicht. Jo, die wäre geil. Hat man ja schon mal so einen. Echt? So eine, naja, das hat ja nicht funktioniert. Weil naja, da irgendwas hat da nicht funktioniert. Man konnte da irgendwie nichts verlinken. Ah, schade. Oh shit, der Blunde. Hä? Ah, da habe ich mein Gehirn wieder nicht eingeschalten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, kam unter meinem Urlaubsblog mal ein Kommentar, dass ich mir mal eine Facecam zulegen soll. Jo, aber das wäre echt nice. Das wäre tatsächlich ziemlich nice, dann könnte man die hier irgendwo oben aufs Mikro drauf platzieren und dann... Ja, ist gut, das würde man dann alles sehen, gell, und so. Ja. Er hat jetzt nicht seinen Schwanz in die Kamera gehalten. Hä? Wir haben doch gar keine Kamera. Nee, eben. Doch, hier. Hallo. So. Ja, das hier, das nice. Dorken uns alle hier mit dem Video Gamepads Kamera. Wir müssen mal zukleben, so mit übelst fetten Panzertape oder so. So, also Part unter 10 Minuten. Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Was Play. Richtig nice. Ja, lassen wir das durchlaufen. Ja, lassen wir das durchlaufen. Das sind dann 10 Minuten. Ja, Facecam natürlich. Das wäre ultra nice schon. Das wäre schon ziemlich geil. Gerade bei Splatoon oder so. Aber ich habe dann ein bisschen Schiss erstmal. Muss ich die Kamera ja in irgendeine Ecke mal einfügen. Das wäre hier bei Mario Kart ja wunderbarstens rechts oben, weil... Da eh schwarz ist. Ja. Bei anderen müsste man sich überlegen, wo man es hinmacht, keine Ahnung. Aber würde im Prinzip auch gehen. Alles halt aber bei Splatoon zum Beispiel, jo, das ist scheiße eigentlich. Weil da überdeckst du ja irgendeine Fläche, die bestimmt wichtig ist. Am besten in die Mitte so, weil dann überdeckst du nicht irgendwelche Anzeigen, weißt du? Na, links unten. Links unten würde doch gehen, oder? Ah, das ist bei Splatoon, wenn da links unten was ist und dann. Ja. Ja, würde schon. Muss man sich überlegen. Ich weiß es nicht, aber es wäre eine Überlegung wert, man könnte es mal theoretisch machen und ja.
Werden wir sehen. Bloß ich habe dann auch ein bisschen Schiss, dass das ziemlich lange rendern wird, das Video, wenn ja, die Facebook drin ist. Da wird es dann nichts mit, oh scheiße, heute brauche ich mir noch ein Parts, schnell aufnehmen, hochladen. Nee. Nee, nee. Aufnehmen, Kamera einfügen, 3 Stunden rendern, hochladen. Dann wird das Video auch noch relativ groß werden. Ach ja. Mal sehen. Ich beschäftige mich mal ein bisschen damit und dann schauen wir mal, ob das irgendwann mal was wird. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache und ja, schön, dass das jemand angesprochen hat. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wenn es gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und schaltet beim nächsten Part wieder ein. Aber weiter geht's mit dem Bananencup, ne? Jo. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.